Im Projektantrag 2013 für Franke hat man eingereicht den Ersatz des Gebäudeleitsystems, Ersatz des Druckluftkompressor und eine zusätzliche Ergänzung des Frequenzumrichters für eine Abluftanlage. Und beim Gebäudeleitsystem hat man geplant, 10 Gebäude zu optimieren. Insgesamt sind das Investitionskosten von 420'000 Franken, stromrelevante Anteile etwa die Hälfte. Und dank dem Förderbeitrag von 92'000 Franken hat man eine Payback-Zeit von 9,7 auf 6,2 Jahre gebracht. Und schlussendlich hat das einen Effizienzgewinn von 4 Rappen pro eingesparte Kilowattstunde Strom. Die Schwierigkeit bei diesem Projekt war, beim Gebäudeleitsystem ersetzen, abzuschätzen, wie viel Energie spart man ein, weil so vergleichbare Anlagenwerte aus der Industrie fehlen ein bisschen. Das ist ja auch so das erste Mal, wenn man so etwas macht. Und wir haben versucht, aus verschiedenen anderen Projekten mal eine konservative Abschätzung zu machen und sind auf der Stromseite auf etwa 3% gekommen für den Stromverbrauch der Infrastrukturanlagen. Das sind jetzt in diesem Beispiel bei den Franken sind das 3% von 5 Gigawattstunden, sind rund 150-160 Megawattstunden Strom, wo wir abgeschätzt haben. Und auf der Wärmeseite sind es ein bisschen mehr, weil mit Einsparen von Strombelüftungsanlagen oder bei Pumpen spart man auch Wärme ein. Dort sind wir auf 5% gekommen. Ein Beispiel für den Nachweis von der Einsparungen auf der Stromseite ist jetzt die Lüftung im Büro, wo man einerseits einen Frequenzumrichter nachgerüstet hat und andererseits mit Sensoren die Luftqualität misst, die Anwesenheit von Leuten misst und auf diese Art und Weise jetzt über das Leitsystem kann die Luftmengen regulieren. Das heisst, man kann auch den Sollwert einstellen über das Leitsystem und so die Anlagen abschalten, wenn keine Personen im Raum sind. Hier sehen wir jetzt ein Beispiel von einem komplett neuen Steuerschrank, den es braucht für die Lüftungsanlagen, die Steuern in diesem Gebäude. Hier sehen wir vor allem die ganze Steuer-SPS, wo alle Informationen zusammenlaufen, von den Temperaturfühlern, CO2-Fühlern usw., wo nachher die Ventilatoren und die Heizung und so Sachen angesteuert werden. Massnahmen 2013 haben wir unter anderem darauf gehabt, den Druckluftkompressor zu ersetzen, der fast 20-jährig ist. Wir haben prognostiziert, dass wir rund 5% effizienter pro Druckluft herstellen können. Der alte Kompressor war auch schon drehzahlgesteuert, aber wir haben jetzt eigentlich die neueste Generation vom Motor. Der alte war 90 kW, wir haben jetzt mit einem 75 kW Aggregat kann man eigentlich die gleiche Menge erzeugen und erste Resultate zeigen, dass wir gegen 10% effizienter Druckluft produzieren.